Was ist Weihnachten? Formal betrachtet gewiss dieses zweitägige Doppelgeschehnis, Doppelereignis des 24. Dezember, also der Heiligen Nacht und sodann der Weihnachtsnacht respektive des Weihnachtstages am 25. Wobei hier vielleicht zu bemerken ist, dass historisch betrachtet der 25. wohl als Weihnachtsfest gesetzt wurde, weil damals schon im Römischen Reich jeweils die Feier des Sonnengottes Sol Invictus oder auch des Mithraskultes gefeiert wurde, nämlich anlässlich der Winter-Sonnenwende. Und so hat dann das Christentum sehr wahrscheinlich auch aufgrund dieser Disposition das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember gesetzt. In der Ostkirche wiederum gemäß dem julianischen Kalender indes am 7. Januar. Nun dies zur formalen Disposition. Dann zweitens vielleicht ist Weihnachten insbesondere auch ein Narrativ, also ein Erzählkomplex. Und dieser Erzählkomplex beginnt mit der Verkündigung an Maria im Lukasevangelium durch den Engel, dass sie einen Sohn empfangen werde. In diesem Sinne de facto dann den Messias, geht dann einher mit der Ankündigung auch, dass Johannes der Täufer geboren werde. Dies als Ausgangslage auch schon bei Jesaja in gewisser Hinsicht angelegt, die Prophezeiung dieses kommenden Sohnes Gottes. So dann Teil dieser Erzählung gewiss, Kaiser Augustus erlässt die Pflicht, sich in Steuerlisten einzutragen. Die kleine Familie, da noch ohne Jesus natürlich von Josef und Maria, zieht nach Bethlehem. Dort wird dann in einem Stall oder in einer Höhle dieses kleine Knäbelein, dieses Kinderlein geboren, in eine Krippe gelegt. Die Hirten werden darüber in Kenntnis gesetzt. Es kommen dann die Sterndeuter oder auch die drei Weisen aus dem Morgenland, ihm die Reverenz zu erbieten und schließlich dann die Flucht nach Ägypten. Und in diesem erzählerischen Kontext ist natürlich das Weihnachtsfest sozusagen diese feierliche Geburt des kommenden Lichtgottes oder des Gottes als eine Lichtgestalt in kleiner Menschenform. Diese als Erzähldimension, gerade auch dann mit diesem ganzen Krippenkontext etwa bei Franz von Assisi auch entsprechend dann inszeniert, bis heute von gewisser Relevanz oder zumindest Einsehbarkeit. Ferner, und nun hier möchte ich noch vier theologische Aspekte benennen, lässt sich aber das Weihnachtsfest natürlich auch in diesem Sinne philosophisch-theologisch reflektieren. Erstens ist es in der Tat die Konkretion dieser Grundidee der Inkarnation Gottes, also der Fleischwerdung Gottes. Gott wird Mensch, und so steht es dann im Johannesevangelium, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Das heißt, hier konstatieren wir eine Fleischwerdung, und zwar dann im Sinne der Homoousia, also Jesus ist der fleischgewordene Gott, der zugleich eins ist mit dem Vater, also ganz Mensch und ganz Gott. Er kommt in die Welt als der Retter, als der ersehnte Messias, vom Vater geheiligt und in die Welt gesendet. Und zwar dann konkret durch den Heiligen Geist im jungfräulichen Schoße Marias empfangen. So sicherlich die im Credo ausformulierte Grundüberzeugung. Und das bedeutet, es ist auch ein gesamt-trinitarisches Ereignis nach christlichem Gottesverständnis. Also vom Vater her, empfangen durch den Heiligen Geist, tritt Gott als Mensch in Form Jesu Christi in die Welt, als Gesamtereignis. Und zwar im Fleische, als Mensch. Und zwar in diesem Sinne auch als Symbol der kompletten Identifizierung mit dem Menschen. Also Gott wird Mensch, um den Menschen auch nahe zu sein. Dies als erste Komponente, also die Inkarnation. Zweitens ist Weihnachten aber auch das Fest letztlich der Kenosis, ein Begriff, der bei Paulus auftritt. Und das bedeutet, es ist das Fest der Entäußerung im Sinne der Erniedrigung Gottes. Also er wird Fleisch oder nimmt Fleischesgestalt an, aber im Sinne der Erniedrigung, also Gott tritt hinab zu uns und dies in der Tat in einer dialektischen Bewegung, also Gott wird Mensch, damit dann der Mensch dadurch wieder erhoben wird. Das heißt, diese Identifikationsfigur ist eine dialektische, eines Hinabsteigens als einem hinaufsteigenden Miterheben. Also Gott wird klein, damit er den Menschen mit zu sich in die Größe erhebt. Und dies ist Teil dieser kenotischen Bewegung, eine Dialektik, die ohnehin maßgebend ist für den christlichen Gott. Der Gott in Herrlichkeit wird geboren in einer Konstellation der Armut, in einer Krippe, in letztlich in verletzlich fragiler Fleischesgestalt unter Hirten oder einer nicht anerkannten respektive armen Familie.
Was dann im Grunde diese Feststellung zulässt, Gott ist so groß, dass er sogar klein sein kann, respektive sich eben kenotisch erniedrigend klein machen kann. Das ist gerade Teil der Allmacht Gottes, nicht nur in Großpotenz aufzutreten, sondern sogar fragil zu sein. Dann drittens, hochinteressant sicherlich, die Facette der Kindschaft. Also Gott tritt als Sinnbild des Kindlichen vor uns. Gott ist selbst Kind und Kind bedeutet ja auch neu zu werden, sozusagen neu zu beginnen. Deshalb war auch die Rede oder ist die Rede im christlichen Kontext immer schon, man wird neu geboren in diesem Glauben. Gleichsam wie Christus, wie Gott eben im Fleische neu geboren wurde als Mensch. Und entsprechend dann auch die Rede etwa im Markus-Evangelium, das Himmelreich, das gehört den Kindern. Also das heißt, die Kindschaft ist eine Grundfigur, die den Glauben dann auch wieder repräsentiert, insofern man nämlich vor Gott gleichsam erneut geboren wird, insofern man erneut ein Kind werden soll oder es durch den Glauben eben auch wird. Und deshalb oder in diesem Sinne ist Weihnachten durchaus auch das Fest der Kindschaft, nämlich das Kindschaft der Erneuerung aller Menschen, insofern dann Christus in und durch sie Gestalt annimmt. Also man wird hineingezogen in diese Bewegung, die Christus selbst auf sich genommen hat, im kenotisch-inkarnativen Sinne. Und so dann viertens, die meines Erachtens ohnehin essentielle Grundbewegung des Christentums, nämlich die Theosis, also diese Vergottungsbewegung. Denn Weihnachten ist, insofern es das Fest ist, der Fleischwerdung, der Entäußerung in die Kindschaft, dann eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, diese dialektische Bewegung der Rückvergöttlichung gleichsam des Menschen. Also Gott wurde ein Mensch, damit der Mensch Gott wird. So auch bei den Kirchenvätern explizit auf die Formel gebracht. Und das ist dann im Prinzip das Weihnachtsfest. Also die Menschheit feiert ihre im Glauben prospektiv potenzielle Selbstvergottung in der Identifikation mit der Geburt Gottes im Fleisch. Und damit geht natürlich dann auch die Grundfigur einher, eben dies sei die Erlösung, dies ist das ersehnte Heil. Und deshalb feiert man Weihnachten natürlich auch als prospektives Erlösungsfest, was insgesamt natürlich auch schon auf Ostern hinweist, denn diese Verheißung, für welche Weihnachten steht, ist natürlich immer im Lichte des Osterereignisses zu lesen, wo sich dies dann erst christlich betrachtet sozusagen bewahrheitet, weil dann dieser Gott eben gekreuzigt wird, um aufzuerstehen. Das heißt, die Fleischwerdung ist die Bedingung der Möglichkeit für die zweite Bewegung, welche dann die Theosis im Grunde erst erfüllt. Sie wäre aber nicht möglich ohne diese vorweihnachtliche Eröffnung, die dann sozusagen in Ostern kulminiert.